damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier am Frieren, weil wir halt nichts haben. Ich werde jetzt aber mal ganz kurz, wir haben ja noch die Pilze, mal hier hinpacken, dass wir auch die Pilze mit essen. Dann erhöht sich auch, wir sehen da unten gerade, ne, das ist das, was ich meinte, die insgesamte Ausdauerleiste erhöht sich halt. Ja, und jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Energie, aber halt auch nicht wirklich viel, aber ja, wir können mal schauen. Und so, unsere Karte zeigt uns auf jeden Fall, hier haben wir einen größeren See. Ja, vielleicht geht das auch noch weiter. Mal gucken, vielleicht ist es auch ein richtiger Fluss. Und hier ist direkt ein, unser Boss, der Erste, den wir besiegen sollen. Ja, wir brauchen halt wirklich noch viel mehr Holz. Das Problem ist halt bloß, nachts jetzt hier rumlaufen. Also zum einen, nachts hat man weniger Ausdauer als tagsüber. Zumindest konnte ich das so feststellen, dass das irgendwie anscheinend weniger wird. Was will er denn jetzt? Well, Matt. Oh, mir gefällt das gar nicht. Genau, wenn die Temperatur nachts runterfällt, du nass bist, wirst du frieren und das wird deine Ausdauerregeneration reduzieren. So. Das ist halt das, was ich eben meinte, ne? Das dauert dann länger, bis man das regeneriert. Aber ich dachte eigentlich insgesamt, dass es weniger wäre. Aber gut, okay, dann ist es halt einfach nur langsamer. Das ist aber auch ganz okay. Also langsamer reicht auch schon, ehrlich gesagt. So, ist das hier noch ein bisschen Holz? Nee, egal. Versuchen wir mal, ob wir hiermit zumindest noch eine Wand mehr reinkriegen. Ich habe jetzt hier schon noch das mit hingesetzt. So, ist halt schade, dass ich die Fackel nicht benutzen kann, zeitgleich. Ah, Tür geht schon nicht mehr, okay. Ja, geht auch schon nicht mehr. Kacke, da müssen wir halt hier ein paar kleine Büsche abhacken. Hier sind so kleine Büsche, bringen ja auch ein bisschen was. Das dauert nicht so lange, wie einen großen Baum niederprügeln. Ich darf jetzt bloß nicht rennen, weil wir sehen ja halt, ne, wie schnell die Ausdauer runterging. Das geht schon mal. So, also Lebensenergie hat sich auch schon regeneriert. Also klar, das. Ach, da haben wir was nicht aufgenommen, ne? Oder. Ja, da haben wir was nicht aufgenommen. Weil da leuchtet nämlich was. So sieht das dann aus, wenn da was liegt, was man aufnehmen kann. Na, dann müsste es aber gleich reichen. So, dann rennen wir mal schnell zurück. Ja, man sieht schon, ne? Also, was ich meine, optisch mit dem ganzen Gras, ist wirklich, ist ja flächendeckend, wie es sich dann halt im Wind bewegt und sowas, das sieht halt schon echt toll aus. Und hier auch der, ich zeig das gleich mal, wenn ich mich hier sicher fühle. So, der Sternenhimmel. Ja, ist halt Hammer. Da oben ist der Weltenbaum, zu dem man leider nicht hin kann. aber es sieht halt cool aus. Also, es ist wirklich ein tolles Spiel, muss man sagen. Also, vor allem mit dem Wikinger-Setting, wobei man bemängeln könnte, dass es halt schön wäre, wenn man mehr von dem Wikinger-Setting mitbekommen würde. Also Wünsche würde ich mir jetzt wünschen. Okay, ja, jetzt fühle ich mich schon mal besser. Ja, jetzt fühle ich mich schon mal besser, genau. Okay, jetzt muss ich nur mal schauen, wie wir das jetzt am besten machen. Ich würde gerne von vornherein. Achso, warte mal, die Werkbank muss jetzt weg. Die Werkbank muss weg. Genau, die bauen wir jetzt an eine andere Stelle. Ich würde sagen, hier hinten beim Bett. Nee, das machen wir. Die kommt hier hin. Die stellen wir da ein. So, und dann machen wir hier unten natürlich gleich. Ah, das machen wir, wenn es hell ist. Ja, weil hier fehlt jetzt halt eine Bodenplatte. Wobei, das wäre gar nicht so schlecht. Weil man kann nämlich Feuer. Wir brauchen Feuer in der Nähe, damit wir unser Bett benutzen können. Ah, wir sehen gerade, da fehlen Steine. Echt jetzt? Es fehlen Steine. Ich dachte, ich habe genug mitgenommen. Gibt's doch nicht.
da oben lagen ganz viele, das habe ich gesehen. Krasser Kack, ey. Ja, gut, okay, wir brauchten die für das ganze Werkzeug, ne? Okay, das müsste jetzt für ein Lagerfeuerchen reichen. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Das war ein Grauling. Von wo kommt er? Da hinten habe ich eben die... Ja, da sind die dunklen, glitzernden Augen des fiesen Graulings. Ach, sehr schön. Okay, okay, okay. Grauling ist tot. Irgendwo raschelt es immer, ne? Und jedes Mal hat man Panik. Und wir sehen das, dafür, dass wir jetzt diesen einen hier platt gemacht haben, haben wir irgendwie nicht wirklich was bekommen. Das ist halt, es lohnt sich nicht so richtig, diese Wurzel rauszuhacken. Also zumindest ressourcentechnisch lohnt es sich nicht. So, und da sehen wir schon mal, was Schönes passiert ist. Es hat einen Baum gleich komplett zerhauen, sodass wir ganz viel Ressourcen bekommen haben. Was halt mega gut ist. Und das ist natürlich reines Glück. Ja, das ist dann sowas, wo man sich dann freut und denkt sich so, yay, cool, der andere wurde gleich mitgefällt. Das heißt, ich spare mir die Zeit. Und es hat sich auch noch in seine Bestandteile zerlegt. Noch besser. So, schnell rein hier. Natürlich, sicher ist das nicht, ne, das ist klar. So, aber wir machen jetzt hier... Hier das Lagerfeuer hin. Genau, wunderbärchenhaft. Das heißt, ich habe jetzt auch ein bisschen Licht. So, dann kann ich nämlich hier auch... Bodenplatte hinpacken. Genau. So. Und dann ist es eigentlich ganz gut. Da können wir jetzt dann rein theoretisch schon Sachen dann kochen. Können wir auch gleich mal machen, weil Kochen ist wichtig. Wir sehen, das ist noch ein Floß, was wir machen können mit Segel. Das können wir schon bauen, weil wir halt schon genug Leder haben und alles. So, wir machen jetzt aber hier erstmal entsprechend das da drüber. Das muss man auch da drüber stellen. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Genau, so. Wunderbar. Und dann das hier. Da gibt es hier so Symbole, da kommen später noch viel, viel mehr dazu. Die sind immer mit einem Stern versehen. Da steht immer Workbench Improvement. Also es verbessert die Werkbank. Und zwar in der Form, dass wir dann bessere Sachen daran bauen können. Das heißt, die dann auch ruhig hinstellen, gucken, dass wenn es zu weit weg ist. Sehen wir, dann fließt das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht zählt, aber wenn es nah genug dran ist, sehen wir dann auf einmal... sprühen der Funken raus und ja, deshalb stellt es lieber in die Nähe und seid auf der sicheren Seite. So, und dann können wir es immer noch nicht benutzen, weil es ist halt kein Dach drauf. Ja, ist aber nicht so schlimm. Aber wir haben schon mal die grundlegendsten Sachen da. Und ich mache jetzt auch gleich mal hier, warte, genau. Hier muss man nur benutzen klicken und dann brät das. Da muss man aber aufpassen. Ah, verdammt. Ja, sorry. Wir brennen eigentlich nicht lange. Aber man brennt eigentlich ganz gut. Man kann mit der Maus übrigens nur ranzoomen. Ego-Perspektive gibt es nicht so in der Hinsicht. Das muss man horchen. Hört mich gleich ein Zischen. Genau, siehst du, das ist fertig. Dann packt man die nächsten dran. Und dann legen wir natürlich gleich das Fleisch, das fertige, hier hin. Und dann sehen wir links, das wird dann halt auch mal erweitert und die Sachen, die wir jetzt aktuell gegessen haben. Und dann können wir entsprechend halt noch mehr Lebensenergie kriegen. Wir sehen, da steigt sie gerade schon wieder ein bisschen an. Ja, also Essen definitiv super wichtig und halt auch verschiedene Sachen, ne? Nicht immer nur so eintönig ernähren. So, mehr Fleisch haben wir leider nicht. Bisschen schade. Ich hätte eigentlich gedacht, bei den ganzen Wildschweinen, die wir platt gemacht haben, dass wir schon mehr bekommen haben, aber... Gut, reicht ja trotzdem aus, würde ich sagen. Ne? So, ich warte noch, bis das fertig ist hier. Und wir sehen, wie lang die Nacht ist. Ne? Es ist immer noch Nacht.
Mit dem Bett kann man das übrigens überspringen die Nacht, was super angenehm ist, weil es ne, nachts ist nicht so dolle. So, na, wobei es wird langsam Tag, habe ich den Eindruck. Ja, die Sonne geht bald wieder auf. Sehr schön. Nun gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir mal, dass wir das Haus zumindest fertig kriegen, dass wir auch unser Schlafplätzchen nutzen können und dass wir auch sehen, was wir denn da dann auch für einen Vorteil von haben.